und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Prison Break. wir müssen jetzt ausbrechen und danach hier hoch schlawenzeln. Wir können auch die Datei noch holen, aber ich weiß nicht, wie viele hier sind. Also wir werden erstmal rausgehen. Und dann werden wir mal schauen. Geht's hier raus? Ja, nee, da geht's zum Turm hoch. Warte, wo geht's nochmal raus? Wo ist die Tür? Unidad Heli, unten bleiben. Weiß schon. Da ist die Tür, oder? Ja, letztes Mal, das ging wirklich nicht ganz so gut aus. Ach, da ist auch eine Tür. Ich glaube, die ist besser. Nee, das ist sogar die. Da geht's nur zum Gefängnis wieder zurück. Eieie. Ja, ich habe eine kurze Pause gemacht. Ich muss sogar wieder hier lang. Ein Unidad-Vogel, aufpassen! Ja, es ist dunkel. Da kommt noch einer. Ich glaube, ich gehe mal hinten rum. Ich glaube, da geht's gar nicht lang, oder? Doch. Da geht doch eine Straße entlang. Wir können weiter. Gut. Ich glaube, das passt so. Da vorne sind wieder welche. Feinde im Bereich. Augen auf. Welches Gefängnis? Welches Gefängnis hat, hat einen Wald innen drinne. Das ist doch voll unpraktisch. Sauber. Alles sauber. Gut. Dann wollen wir mal schauen, wie wir nach da oben kommen. Der einzige Weg, an General Baro heranzukommen, ist über seine Tochter Erendira. Wir können sie als Köder benutzen, um Baro rauszulocken, aber sie muss kooperieren. Überzeugen Sie sie irgendwie. Okay, das wäre auch geil gewesen, so mit dem Panzer hier reinspringen. Das war ultra witzig gewesen. Aber naja, gut, wir holen jetzt die Tochter ab und ich hoffe, dass wir die nicht bedrohen müssen, weil Geiselnahme ist ja eigentlich nicht unser Ding. Aufpassen, Gegner im Bereich. Ich sehe einen Soldaten mit MP, neben dem Checkpoint. Ja, und was ist mit den beiden? Da ist einer mit Maschinenpistolen. Mal schauen, ob wir einfach... Ja, wir brauchen halt ein Auto. Da ist noch einer. Macht 10. Ja, das ist unterwegs. Ich gehe auf eure Position, okay. Ziel markiert.
den Angriff. Erledigt. Oh nein. Oh. Hier geht's nicht raus, oder was? Hier. Oh Mann. Wie kacke ist das denn? Da vorne, oder? Da vorne geht's raus? Wir sollten hier irgendwo Informationen finden können. Ich will erstmal raus. Gut, hier geht's raus. Danke. So, wo war hier die Information? Da vorne. Okay. Gut. Dann gehen wir mal davor. Gut. Das ist schon mal sehr gut. Ups. Süß. Pacamama ist die Erdgöttin der Anden. Sie gibt dem Volk Schutz und sorgt dafür, dass es fruchtbar ist. Sie ist eine der beliebtesten Gottheiten in Bolivien. Aber sie gilt zugleich als eifersüchtig und begehrlich und verlangt ständig Respekt, Beweise und Opfer. Es gibt viele Möglichkeiten, sie zu ehren. Eine der am meisten verbreitetsten besteht darin, vor dem Trinken das ein wenig des alkoholischen Getränks auf den Boden zu schütten, was Kala genannt wird. Ah. Das machen ja sogar viele. Das machen einige, das habe ich schon öfters gesehen. Wieso stehen die einfach hier rum? Haben die keinen Bock mehr zu fahren oder was? Das habe ich schon öfters gesehen, dass Augen auf, es sind Gegner in der Nähe. Soldaten, Achtung! Ach so, wahrscheinlich deswegen. Los geht's! Dass das Leute machen. Wir fahren mal einen kleinen Umweg. Wieso muss die Unidad genau an den Punkt da? Naja, an sich haben wir ja einen Geländewagen. Aber wieso fahren die Autos nicht mehr? Ein bisschen seltsam. Ah, der fährt noch. Sehr gut. Na gut. Dann fahren wir mal weiter. Weh, du erkennst uns, dann klatsche ich dir eine. Ach, das Fahren hier ist immer noch sehr, sehr seltsam. Stopp. So, geradeaus bitte. Fliegen kannst du, aber Autofahren nicht. Da ist ein Helikopter, ich weiß, aber wir fahren mal. So. Die Frage ist, was wir dann mit der Tochter machen. Also wir können sie natürlich ganz nett fragen. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Was gibt's denn hier für ein Ausrufezeichen? Okay. Dann holen wir uns erstmal die, würde ich sagen. Warte, ich park mal hier am Straßenrand. So. Drohne fliegt. Ah, gestört. Ich sehe gar nichts. Meine Drohne wird gestört. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Locker bleiben, alles da ist ein einsamer kleiner Soldat. Sag mir wo. Direkt beim Mörser.
dachte, hier ist die falsche Seite. So, dann schauen wir mal. Da sind zwei. Scharfschütze im Turm. Ich finde es richtig cool, dass das Scharfschützengewehr sehr viel lauter ist als so die Pistole zum Beispiel. Aber das ist ja auch relativ realistisch. Also das ist realistisch. Und sowas gefällt mir dann. Beim Eingang, ich will mal schauen, ob es noch einen anderen Zugang gibt. Weil, wenn wir da reingehen, da sind wir halt relativ offen, ne? Sieh, ein Soldaten ist allein am Schießstand. Aha. Hier ist mal nicht fertig gebaut worden. Sehr schön. Hier sind so viele Helikopter. Das ist echt krass. Das ist richtig heftig. So, wo ist das? Gegenüber von mir. Also müssen wir über die Straße. Über die Straße. Ist auch ein Sniper. Genau da. Noch ein dritter. Oh Mann, jetzt wird vor mein Haus Rasen gemäht. Ich hoffe, das hört man nicht. Tango Nummer 3. Das macht 5. Und da hinten irgendwo ist auch noch einer. Oh, da sind zwei. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistole. Feind markiert. Maschinenpistole ist allein. Helipad checken. Hm. Ich muss nur die Datei holen. Ich will euch gar nicht töten. Wieso sind jetzt alle hier beim Eingang? Alter, warte, ich trinke mal was. Da kommt jetzt einer zu uns, wir haben zwei. Der eine ist draußen. Ja, dreh dich dahin, danke.
Na gut. Na dann. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer! Aber ein Ziel. Greife an. Scharfschütze runter. Ah, stimmt. Deckung suchen! Hä? Wo? Wo war der? Ah, da, beim Eingang. Ach, verdammt. Ich wollte es ja leise machen, ne? Verdammt, das war knapp. Verluste, reißt euch zusammen. Wir haben Verluste. Ziel am Boden. Granate. Wir haben verdammt nochmal Verluste. Keine Tagus mehr da. Ja, das muss ich. Vorsicht, das Ding geht gleich hoch. Alles mit Blut, hörst du? Ja. Ich konnte da jetzt auch nicht mehr raus. Ja. Ja, den einen hätte ich im Nahkampf machen müssen. Ja, wäre so oder so kacke gewesen, weil der andere, der hat ja die Leiche dann gefunden. Der hat dann die Leiche gefunden. Also das heißt, er hat genau in unsere Richtung geschaut. Die Drohne ist hin, die haben einen Jammer. Naja, okay, dann eben nochmal. Das Ganze in grün. Operation Kingslayer kann viel politisches Chaos anrichten. Wir stecken diesmal echt in der Scheiße. Wenn die Bürokraten uns bitten, die Gesetze flexibel auszulegen, kriege ich Angst. Machen Politiker den ganzen Tag. Weil alle Politiker immer ein Bauernopfer parat haben. Du meinst uns, oder? Du meinst, diesmal sind wir das? Toll. Naja, Soldaten sind eigentlich immer die Bauernopfer. Leider. A todas las unidades, comiencen el ataque. Fuerzas enemigas en posición para mandar ataque. Fuego a voluntad. Na gut. Leute, sammeln. Verstanden. Ich nehme die Penner unter Feuer. Scharfschütze in Deckung! Verdammte Scheiße! Alter, wie groß ist denn das Gebiet hier? Kannst mich mal. Von hinten kommen auch welche. Keine Sorge, ich bin unterwegs. Ah, danke. Tenemos algunas unidades enfrentadas a un grupo armado hostil y desconocido. Ya se han desplegado al lugar tropas de apoyo para terminar con la amenaza. ¿Qué pasa? Ich will doch einfach nur die blöde Datei haben.
Upsi. Hemos localizado la última posición conocida del enemigo, pero han desaparecido, comenzando una nueva búsqueda ahora mismo. So, okay. El reporte indica que no hay signos del enemigo. Nada que reportar por el momento. Continuamos con la búsqueda de los rebeldes. Okay, alles ist gut. Las tropas hostiles abandonaron esta zona. Todas las unidades salgan del servicio. Hier ist deine Waffenkiste. Praktisch auch mit dem. So, die gehen jetzt alle in die Fahrzeuge. Sehr gut. Gut. Tschüss. Was ist das hier für ein? Oh, kann ich gebrauchen. Zurück. Schaden. Die hat, glaube ich, auch keinen. Nee. Bevor sie dich entdecken. Wieso blinken die immer noch? Yo, sehe einen Soldaten. Da, auf dem Schießstand. Wieso schwärmen die jetzt wieder aus? Hä, verdächtig, wer denn? Einfach nicht fahren. Unidad-Soldat mit einer Minigun. Ich sehe niemanden. Drüben am Reifenstapel. Alles gut, alles gut. Sehe einen Unidad-Soldaten. Helipad checken. Alter.
Sieht er die Leiche nicht? Die werden dich sehen, Victor. Es sind 10 Ziele. Einfach nur dahin. Gut, danke. Zwei Fahrzeuge, die von den anderen sind, aber die haben mich nicht gesehen. Hier ist auch irgendwo einer. Ah, da habe ich ihn gesehen. Hier ist ein Tango. Du meinst, hier war ein Tango. So, wir die. Die ist nicht wichtig oder nicht interessant. Wie es aussieht, erhält das Kartell die chemischen Grundstoffe von einer Firma namens VRB Gas. Scheinbar haben sie einen Deal mit dem Raffineriechef, um die Chemikalien auf dem offenen Markt zu kaufen. Wir sollten uns mit dem Mann unterhalten. Okay. Holen wir mal das da und dann nehmen wir einfach den Helikopter, ne? Das da vorne ist ja nur ein... Ich mach das, ich fliege. Wir können los. Geh, ich komm nach. Greif an. Eine optische Entdeckung. Ihr habt euren eigenen Helikopter entdeckt. Ja, okay, der keine Starterlaubnis hat. Na gut. Hab schon verstanden. So, hier ist die Tochter. Und keine Feinde. Das ist ein bisschen seltsam. Wir lachen. Augen auf, die Tochter des Generals sollte hier sein. Wir landen mal. Okay, ich habe gerade keine Drohne. Okay. Warum denn nicht? Ja, vielleicht müssen wir die einfach so erkennen. So. Ich habe echt keine Drohne mehr. Und wie sollen wir die erkennen? Da ist sie. Denk daran, wir haben nur sie. Wir brauchen sie. Und wenn sie nicht helfen will? Wie gesagt, wir haben nur sie.
día. Wir suchen General Baro. Lo siento. Mire, ich kann nicht helfen. Doch, und das werden Sie. Der General ist Ihr Vater. Wir wollen ihn treffen. Okay? Warum soll ich das glauben? Weil Sie keine Wahl haben. Sie glauben, die Sicarios sind böse? Wir sind so böse, dass man Albträume bekommt. Papa, die Gringos haben mich. Americanos, mir geht's gut. Sie sagen, sie wollen dich nur... Nein, ich traue ihnen nicht. Er sagt, sie sind gefährlich, peligrosos, aber er hat meinen Treffpunkt genannt. Gut, danke. Siehst du, total einfach. Los geht's. Wir brauchen General Baro. Freuen wird er sich darüber aber nicht. Zuerst will ich zum Treffpunkt. Wir können ja dann bluffen und quasi, also er wird sicher nichts gegen uns machen. Also kein Hinterhalt oder so. Weil... Geh, ich komm hinterher. Wir können ja bluffen und sagen so, ja, wenn wir sterben, stirbt die Tochter auch. Dann weiß er ja nicht, dass wir das nie machen würden. So, nach dem Treffpunkt machen wir mal eine Aufnahme. Also das ist der Treffpunkt. Augen auf. Ich traue dem Mann nicht. Da ist der General. Hinterhalt! Der General hat uns verarscht! Los! Wir haben sie aufgescheucht. Greife Tangos an. Fahrzeug zerstört. Der Hauptmann setzt sich an. Plündern wir den Truck, alles sauber. Willst du mich verarschen? Ach. Und wie, der Helikopter ist jetzt im Arsch? Nee. Oh. Gib Zeichen. Ich wette, einen Wheelie hast du nicht drauf. Schnauze. Überleg dir mal neue Sprüche. Feuer, Feuer, Feuer! Willst du mich verarschen, du? Ein General weiß, wann er sich ergeben muss. Das hätten sie anders haben können. Nicht wirklich, Cabron. Sie haben meine Tochter bedroht. Schade nur, dass ich nicht mehr Männer dabei habe. Sir, wir sind hier, weil wir Ihre Hilfe brauchen. So bittet man in Bolivien aber nicht um Hilfe. Es ist ja auch ein spezielles Hilfegesuch.
Wir arbeiten mit den Rebellen und wollen das Santa Blanca-Kartell ausschalten. Es stört sie doch, wie die ihr Land behandeln. Behandeln sie es anders als die Amerikaner? Ihrer Tochter geht's gut. Und ob sie uns helfen oder nicht, sie kommen mit. Ich schieße auf die Ärsche. Warte. Acabamos de enviar tropas adicionales justo ahora. Ich kann den da nicht verstauen. Wieso nicht? Ja, okay, dann könnte er das Blatt machen, ja, schau klar. Ja, weil die da vorne. So, und jetzt? Werde ich nie verstehen. Weiß nicht, ob wir unsere Kinder verstehen müssen. Sie sollen aber aus unseren Fehlern lernen. Sie schämt sich für mich, oder? Für mich und für meine Fehler. Sie hätte sich vor meinem Feind in England oder Spanien verstecken können. Stattdessen bleibt sie in Bolivien und lernt an einer Armenschule. Das ist gefährlich. Sie sühnt für meine Taten. Sie sind kein Engel, aber ich halte Ihre Tochter für eine Frau, die ganz eigene Gründe für ihre Entscheidungen hat. Warum sollte sie es sonst tun? Sie hätte ein schönes Leben führen können. In Frieden. Vielleicht liebt sie ihr Land zu sehr, um vorzugehen. Sie, vielleicht. Vielleicht ist sie zu sehr wie ich. Es ist nicht gut, zu patriotisch zu sein. Oh, das stimmt. Wir erreichen den Treffpunkt. Haltet die Augen auf. Alter, was für eine Straße. Ach krass, der eine ist im Kofferraum gewesen. Bastardo, das waren gute Männer. Naja, deine Schuld. Ich war in La Paz, um mit dem Präsidenten zu reden, als meine Tochter anrief. Ich weiß schon lange, dass unsere Beziehung zu Santa Blanca unhaltbar ist. Aber ich konnte die Bürokraten nicht davon überzeugen, was zu ändern. Sie kamen nicht an den Präsidenten ran? Nein. Und ich fürchte, dass viele Männer und Frauen, die El Sueño in der Tasche hat, meine Absichten kennen. Heutzutage ist Korruption Alltag in Bolivien. Ich wurde zu oft von der Unidad beschossen, um Mitgefühl zu haben. Ich wollte dem Land Ordnung bringen, als ich Santa Blanca die Hand reichte. Doch diese Ordnung ist volle Korruption und Gewalt gegen das eigene Volk. Das habe ich zu verantworten und werde es auch ändern. Das ist ein harter Kampf. Aber wenn Sie keine Gewalt mehr für Bolivien wollen, für Ihre Tochter, dann müssen wir dem ein Ende bereiten. Es gibt noch einige loyale Offiziere, die mir zur Seite stehen. Und ich habe einen Freund, einen Colonel in der Armee. Er konnte mir auch helfen. Aber es wird Zeit brauchen. Fangen wir doch gleich an. Ja. Nomad, hier Bowman. Klasse Arbeit, Ingenieur.
Claudia Ordo. Jetzt, wo General Baro sich gegen das Kartell wendet und unsere Leute sicher sind, bekommen die korrupten Offiziere in der Unidad Probleme. Und ihre Kumpelin Santa Blanca auch. Verdammt richtig. Mit Baro und seinem Militär auf unserer Seite werden die Unidad-Patrouillen weniger glimpflich mit den Kartellmitgliedern umspringen. So erzeugt man Spannungen. Richtig. Und unsere Rebellenfreunde haben mehr Spielraum. Dann begeben wir uns in rauere Gefilde. Ich melde mich. Nomad Ender. Cool. El Muro war unterlegen. Und das wusste er auch. Was tut man, wenn man keine Armee hat, aber eine braucht? Man kauft eine. Offiziere haben wie Prostituierte ihren Preis. Quiebren als Menü. Es war richtig. Ich hätte genau dasselbe getan. Doch El Muro vergaß. Angst ist immer mehr wert als Geld. What? Ach so. Ah ja, das ist ja der der abtrünnig wurde, ne? Und hat sich eine Armee gekauft und genau, ja. Bezahlte eine Gruppe von Unidad-Soldaten dafür, Elswene umzubringen. Sie scheiterten. Genau, okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes zum La Plaga. Wo ist denn der Dude? Kokain. Mal schauen. Gut, das machen wir dann das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.